Ja, dann machen wir mal weiter. Eine Woche lang nicht gezockt. Kippe in der Fresse und eine Spezi in der Hand. Oh, wieder bei den kaputten Daddy. Gott, die ist ja voll verstört, ey. Na, nüchtern. Ja, klar. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Ein Dübel ist das Wichtigste, oder was? Was gibt's denn heute? Spaghetti Bolognese, so wie es aussieht. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Licht einschalten. Wahrscheinlich der Schatten. Ja, perfekt. Gott, ist die geschüchtert. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Ja. Toll, ja? Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiße. Ach, das kann ich hier auch. Großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Alter, flipp jetzt nicht aus. Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht? Ja, Alkohol und Drogen. Was kann man davon Arschloch werden? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach... Alter, ey! Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Ey. Warum kann ich nicht dazwischen gehen? Komm wieder her. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Oh oh. Das ist ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Was? Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Warum? Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Alter, beruhig dich. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Alter, dreh jetzt bloß nicht am Rad, hey. Und die kleine Mistkarte. Jetzt pfeift er sich auch noch in rein, hey. Denn. Alter, nicht, dass der auf die Tochter losgeht. Okay. Sie bleibt oben. Geht da jetzt einer ab? Ich darf mich nicht bewegen. Toll. Warum? Ich halte mich mal dran. Ey, Alter! Nee. Er ist sehr wütend. Dir muss eine Lektion erteilt werden. Also, nein! Lektion. Gut, wenn er mich nicht gleich sieht. Ja,
Was ist jetzt los? Oh, die scheiß Programmierung. Nee, 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 der darf der Tochter nichts antun. Jetzt kann ich meine Programmierung umgehen, oder wie ist das jetzt? Und schneller! Bevor der aufs Kind losgeht. Natürlich! Lass mich! Schnell hinterher, du. Geht doch hinterher, bevor der zuschlägt! Da, die Steuerung! Das Kinderzimmer war ganz hinten rechts, oder? Links hier. Ah! Wieso gehst du da nicht hin? Oder was da? Scheiße, die ganze Zeit. Zu deinem Besten! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was soll das? Gott, die Arme. Los, verbiss dich und zwar sofort! Verstanden? Nein! Lassen Sie Alice sofort in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein, du bist ein verdammter Klumpen Plastik! Ich glaube, du hast ein Problem. Na, du auch. Das sollten wir beheben. Hey. Oh, jetzt muss ich runter. Hier. Vorsicht, Kara! Komm her, Miststück. Du bist ein Arschloch. Grafikbank. Bitte hör auf! Aua! Ha, daneben! Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir! Du tust, was ich sage! Ist nicht so ein Android stärker sein als ein Mensch? Das gibt Kopfschmerzen. Alice, Kleine. Alice. Hey, komm weg. Ja. Schlampe. Der nennt seine Tochter Schlampe? Oh oh. Tür, Tür. Nein! Alter! Los nicht! Schütz die Kleine! Oh! Bitte hör auf! Stopp! Nein! Als Android kannst du doch da bestimmt durchbrechen. Fuck you, Alter! Weg hier, Kleine. Oh, wo ist sie? Und wo geht's jetzt hin? Macht Android. Die Barriere war irgendwie cool. Oha. Ja. War wieder sehr emotional. Also, bis zur nächsten Folge.